So, moin Leute, herzlich willkommen zu Pokémon. Yay. Na, zwischendurch hat sich alles ein bisschen geändert, aber es geht weiter mit Pokémon. Pokémon. Yeah. Wir spielen heute wieder ein bisschen Platin. Ich, so ganz nonchalant, während ich euch gerade mit smartem Gerät ablenke, lösche ich gerade nochmal schnell die Punkte der Pokémon vom letzten Stream, die ich eiskalt vergessen habe. Oh Mann. Moin. Na, schwierig halt, ne? So, ach ja, Greenscreen oder aufgeräumt? Ne, Greenscreen. Das ist der Greenscreen. Sonst hätte ich ja trotzdem Bild hier, Guido. Also, deine Logik ergibt sich nicht, ne? Wenn ich aufräume, ist immer noch meine Tapete wenigstens zu sehen. You know? Also, die verschwindet ja nicht. Ne, es macht vielleicht Sinn. Ne, ich sag's nur. Aus dem technischen Niveau. Hallöchen, Green Sky, schön dich zu sehen, Hallöchen. Beim Streamer ist das... Was? Small End ist das echt so. Der macht seine Zuschaueranzeige aus, weil er nervös bei vielen und demotiviert... Ja, das, ich habe das auch als Tipp erhalten von vielen, die meinten so... Junge, du... Also erstmal um Twitch zu tun, um groß zu werden, das ist völliger Bullshit, auch wenn ich mir das ehrlich gesagt wünschen würde, weil ich das ganz cool finde, da quasi damit selbsttätig zu werden. Aber ich denke mir so, ja... kann man sich ja nicht auch so, ne? Ist halt Glückssache. Mehr oder weniger. Und ich habe das von vielen als Tipp erhalten, so, mach deine scheiß Viewer-Anzeige aus. Entweder siehst du, dass du keine Zuschauer hast und bist demotiviert und redest nicht. Das ist schlecht für neue Zuschauer, die gerade reinkommen. Und wenn du viele hast, wirst du nervös. Also mach die Scheiße aus, du willst das nicht sehen. Und ich denke mir so, seitdem ich das mache, geht es mir dadurch deutlich besser mit, weil ich denke mir so, ich habe das Gefühl, mir gucken 20 zu. Auch wenn es nur 2 sind. Monopolkapitalist, geil. Ja, hey, wäre doch cool, dann könnte ich quasi Fulltime streamen, wäre doch cool. Dann könnte ich mehr streamen quasi. Weil ich mach das ja gerne. Aber hey, ne, schwierig. Ja, als Variety-Streamer ist das sowieso mal schwierig. Ich sollte einfach legit, wenn ich mir eine Zuschauerzahl angucken sollte, sollte ich einfach legit nur Pokémon spielen. Tag ein, Tag aus, nur Pokémon. Und das ist fucking langweilig auf Dauer. Ne, egal wie cool die Challenge ist, oder wie cool das Projekt ist, ne, was ich liebe, das ist Seven Region, by the way. Ich finde, wir haben gemeinsam ein cooles Projekt auf die Beine gestellt. Schon cool geworden. Aber ich kann nicht Tag ein, Tag aus Pokémon spielen. That's not working. Ja, so läuft das nicht. So läuft das nicht, Freunde. So. Ja, wir haben Tim, Run, Snow, Michael, Kana und Enchin aktuell im Stream. Hi Kana, moin, grüß dich. Und danke für die Free Hugs. Für die, die es übrigens nicht mitbekommen, auf Discord aktuell habe ich vor 2 Tagen oder so eine kleine Discord-Ankündigung geschrieben. Diesmal ohne Add Everyone, damit ich nicht vielleicht irgendwelche Leute aus dem Schlaf pinge. Ich meine, für den Stream kann man das schon mal machen. So, da kann ich euch schon mal auf die Eier gehen. Weil die meisten wollen ja den Stream auch wirklich nicht legendär verpassen, hoffe ich jedenfalls. Aber ich habe eine Kanalpunkte-Patch-Version 2.0 rausgeführt, wo manche Sachen ein bisschen was anderes kosten. Ich habe bei den Kanalpunkten die Memes entfernt, weil manche dachten so, Kai, also ich würde dich ja gerne hacken, aber 69 möchte ich denn doch nicht. Und da ich so, ja komm, wir können das ja mal cleanen. Also ich habe jetzt, glaube ich, das 1337-Meme, das Lead-Meme habe ich entfernt und die 420, bin eh nicht so der Drogenfan, also, hey, finde ich okay. Und die 69 habe ich auch entfernt, das heißt, manche Sachen kosten jetzt ein bisschen günstiger. Free Hugs hat jetzt dafür 1 Minute Cooldown, damit man das nicht spammen kann. Mit 50 Kanalpunkten kann man nämlich mir schon ohne Cooldown sehr hart auf den Sack gehen und es wurde auch schon 1-2 Mal benutzt. So, ich dachte so, war jetzt nicht so cool, dass ich 5-mal gehackt wurde. Ich meine, irgendwann kickt ja Corona durch den Bildschirm rein, Alter. Will ich nicht. Ja, deswegen, nee, danke. Aber 1 Minute Cooldown ist, finde ich, fair. Da kann das auch trotzdem jeder ab und zu mal nutzen. Aber man kann es halt nicht 50 Mal auf einmal spammen. Das ist schon okay, denke ich. Aber dafür kostet jetzt nur 16 Kanalpunkte weniger. Ihr könnt euch jetzt leichter ein Kanalpunkte-Spiel einlösen. Kostet nur 70.000 statt 80.000. So, Webcam ist delayed, by the way. Echt? Bei mir im Vorschau tatsächlich nicht. Kann die Webcam ja neu starten, ne? Vielleicht hilft das. Hallo? Hallo? Also bei mir im Vorschau-Bild sieht's gut aus. Immer noch? Ich still delayed. Ich würde es dir gönnen. Du bist dir die Jahre über treu geblieben, bist vor allem darin geblieben und hast viel Arbeit reingesteckt. Das stimmt ja. Aber es ist halt, wie gesagt, also ich glaube auch auf YouTube oder Twitch groß werden, das ist halt einfach eine Glückssache so. Also ich glaube ja auch. Also würden die heute Gronkh alle kennen, wenn es ein Minecraft nicht gäbe? Oder würden wir jetzt Vlesken überhaupt kennen, wenn er nicht Among Us spielen würde? Oder ich weiß nicht. Ich weiß es nicht genau. Es ist immer so eine Frage. Ich finde auch nicht schlimm, dass jemand Glück dabei hat. Ich meine, wenn du Glück dabei hast, quasi erfolgreich zu werden,
ist das jetzt nicht an Stream gekoppelt. Also auch Comedien sind ja an solche Glücksevents gebunden, dass man halt gute Auftritte hat zum Beispiel oder einfach medial erkannt wird quasi. Also das ist jetzt nichts, was wie Streamer exklusiv ist, ne? Wie viele denken. Ich meine, viele denken sich so, oh, das als Schauspieler zum Beispiel, ne? Denkst du so, yo, ich mache jetzt einen coolen Movie und der Movie läuft total scheiße. Das kann auch passieren. Genauso kannst du aber denken, oh, das ist voll der schlechte Film, da will ich nicht mitspielen. Wenn du es aber doch tust, wird der Film plötzlich irgendein Comedy-Erfolg und du bist plötzlich berühmt. Kann aber passieren. Vielleicht ist auch dein Sound delayed und die Webcam nicht wait. Das ist weird. Ich glaube, dein Sound kommt tatsächlich später. Hm. Hm. Können wir testen in Pokémon? Ist das Gepinge hier von Pokémon relativ gleich? Hallo. Hm. Why did I do that? Post. Alles normal, bei mir passt es. Okay, wenn you then got your shit together. Entschuldigung. So. Hallo, ach nein, ach nee, bitte nicht, nein. Nein. No. Vielleicht ist deine Lippen auch einfach super asynchron. Ja, nein. Ich reloade mal einen Moment. Eine Sache kann ich nochmal checken. Ich habe damals mal für die Webcam, weil die Webcam, da kannst du keinen Delay einstellen. Was ich aber eingestellt habe, ist, dass mein Mikrofon-Output, also dieses Schätzchen hier, ein bisschen später kommt, damit es wieder synchron mit der Webcam ist. Sieht besser aus, scheint an mir zu liegen. Weil ich habe nämlich, weil das schon mal jemand angemerkt hat, dass meine Lippen, die Webcam, leicht asynchron sind zum Sound. Und dann habe ich eine 200 Millisekunden Delay in meinem Mic/Audio eingestellt. Ja. Übrigens tatsächlich auch mit allem Ingame-Sound. Also auch der kommt minimal delayed, damit ich, wenn ich mitsinge, nicht auch noch delayed mitsinge. Das könnte dann nämlich passieren. Nee, ach, Fendel will nicht rein. Sorry. Ja gut, mit sowas rechne ich nicht. Das hatte ich noch nie. Ja, kann passieren. Ich habe auch manchmal random bei anderen Streamern, also nicht nur bei mir, sondern eigentlich exklusiv nur bei anderen Streamern, dass so Sound, wenn die so bestimmte Musik im Stream haben, so Gaming-Musik zum Beispiel oder auch irgendwelche Hintergrund-Sounds, dass der Sound plötzlich anfängt zu leiern. Als wenn du einen DJ an der Stange hast, der da gerade auf dem Poly-Ding da fett abjizzelt, ne? Also da leiert der Sound dann einfach. Das hört sich ganz, ganz komisch an. Ich kann es auch schlecht beschreiben. Das klingt wie, ja, wie als wenn ein DJ gerade auf einer alten Polyplatte rumscratcht. Ganz, ganz seltsam. Also bei Max habe ich das zum Beispiel schon ein, zweimal erlebt. Grüße an den Maxi bei der Stelle hier. Bei Louis echt selten bisher. Bei Steven auch ab und zu mal, aber auch eher selten. Ja, das kommt so ab und zu mal vor, ne? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das auf on the side of Twitch ist oder ob unser Problem ist. Aber ist egal. So, Leute, jetzt erstmal Pokémon zocken. Ich habe mich hier in den Park der Freude begeben. Denn der liebe Michael, den wir gefangen haben, der kann tatsächlich als anmutig durchgehen. Ich weiß nicht, warum Affen jetzt besonders anmutig sind. Keine Ahnung, fragt Nintendo. Ne, fragt Game Freak. Mir ist egal. Aber das heißt, wir können mit Michael hier rein. Yay. Ne, gönn ich mir. Ne, finde ich cool. Dritten Orange noch halten. Ja, habe ich gelesen. Entschuldigung, habe ich nicht geantwortet. Nee, leider nicht, aber holen wir gleich. Könnte, denke ich mal, heute soweit sein. Und ich merke gerade, ich muss noch zurückswitchen. Ja, ich habe eine Webcam versucht einzuführen, aber bei mir sieht alles clean aus, tatsächlich. Sorry. Und das auch mitten in der Aufnahme. Wieder richtig Profi-like. Aber hey, kennt man ja von mir. Sprich mit deinem Pokémon. Manchmal findet es sogar Items. Sind das nicht immer nur Deko-Items? Ich kann mich daran erinnern, dass es immer nur Deko-Items gibt, wenn ich Pokémon anspreche. Hallöchen, Hallöchen, Entchen. Schön, dich zu sehen. Hallöchen, moin. So. Aha, ein Item, ein Ötem. So, eine Wechselhülle. War das dieses Item, was dich austauscht, wenn du angegriffen wirst, I suppose so? Dann kann ich ein neues Pokémon voten. Skull ist ja weg. Das ist tatsächlich riesig, ja.
True. Zweites Pokémon wird soon be unlocked for everyone. So, okay, der Ding, das Ding hier führt dahin. So, wie komme ich aber denn da dahin? Da. Hä? What the fuck am I doing with my life? Hä? What is this game doing with me? Hä? Ich nix verstehen. Du besser sprechen Sprache. Wudzniew, gudzniew. Hä? Was mache ich falsch? Ich weiß nicht. Es gibt dann... Wait. Nee, okay, gut. Versuch was wert. Ich meine, ich habe jetzt links und einmal rechts abgecheckt und komme aber nicht in die Mitte anscheinend. Warum nicht? Was hat es mit diesen Türen hier auf sich? Ja, anmutig. Willst du mit Michael gehen? Ja, komm. Ich kann ja leider auch nicht angeln. Es tut mir leid, ich kann ja leider keinen Pokémon catchen. Ich lasse mich kein... Oder kann ich einfach so angeln? Oh, was sad. Ich kenn Angel. Oder darum sind die anderen Dudes. Und da ist irgend so ein Dude bei einer einzelnen Insel und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Und da ist auch ein einzelnes Item. What am I gonna do? Hä, kann das sein, dass die Eingänge sich ändern oder so? Ist das so ein Ding hier in dem Spiel? Weil ich habe jetzt hier beide ausprobiert, schon links und rechts beide Eingänge. Und irgendwie führt mich das nie dahin, wo ich es haben will. Hier, das ist komplett useless. Hatte meine Soul Silver Nuzlocke mal einen Glurak mit Mentalkraft und Läuterfeuer? Oh mein Gott. Autsch. Ui. Geh in die Häuser, da kannst du links, rechts, glaube ich, noch hoch. Oh. Ha? Verstehe ich nicht so richtig. Ich meine, es gibt nur vier Häuser, nur in vier komme ich rein. Und die führen irgendwie zu anderen Häusern, die mich nicht weiterführen. Ich bin sichtlich verwirrt. Muss ich nach links gehen oder wie ist das? Nö. Also wo ich hier hingehe, hat gar keinen Einfluss darauf, wo ich rauskomme. That's actually sad, weil ich kann ja hier einfach rumlaufen, so das bringt mir nichts. Aber ich komme hier da gar nicht raus und auch bei dem Item da unten komme ich nicht raus. Okay, vielleicht google ich einfach mal demnächst, wie das geht hier. Ne, weil da komme ich auch nicht hin. Geht nicht. Vielleicht muss ich andere Pokémon dafür mitnehmen. Ich werde mal googeln demnächst. Macht ja nichts. Jetzt holen wir uns erstmal einen Orden. Das ist das Wichtigste. So, weiß allerdings jemand, welches Level-Cap die Alte hat? Ich weiß es nämlich nicht. Geh rechts vom Park rein. Okay, ich gehe rechts in den Park rein. Vielleicht kann ich ja mal Kana mitnehmen. Oh, geht das hier nicht? Nee. Muss ich draußen machen? Na gut, egal. Miko, komm mal ein bisschen näher hier. So. Leute, wie geht's euch eigentlich so? Wenn wir mal direkt mal einen Chat fragen. Ja. So, hier ist ein Haus. Hier ist das andere Haus. So. Ja, wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich hier oben raus. Leider. Habe ich festgestellt. Ich bin auf Montage, also beschissen. Achso, ja gut. Wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich unten raus. Ja. Ja, ist jetzt nicht so cool, ne? Hilft das hier mit dem Rechts-Links-Gehen? Oh, it actually does! Oh, lol! Schön, dich zu sehen, du weißt gar nicht, wie sehr ich diesen Park liebe. Wassermelbeere gehört. 5 Wassermelbeeren.
Ganz okay soweit, wie jetzt hier. Es geht, ne? Ich bin noch ein bisschen am Umgewöhnen. Die Maßnahme zwingt mich jetzt ja nur Fuß aufzuschieben, was aber ich persönlich echt begrüße. Aber ich bin müde. Ich habe mir gerade ein bisschen Cola reingepfiffen, damit ich wach werde. Aber ich habe vorhin, ich habe halt den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe halt vergessen, in der Mittagspause in die Kantine zu gehen und mir irgendwie wenigstens ein Brötchen und ein Würstchen zu schnappen. Ne, für einen Euro kann man noch machen. Das kann sogar ich mir leisten. Aber was ich festgestellt habe, ist, eine halbe Stunde lang mit unseren Betreuern quatscht in der Mittagspause, hast du keine Mittagspause mehr. Also dachte ich mir so, shit. Das heißt, meine erste Mahlzeit hatte ich heute um 15 Uhr, da kam ich nach Hause und habe mir erstmal übel zu schnell einen Döner eingepfiffen. Ich musste mich auch übel beeilen vom Einkaufen, ich musste nämlich hardcore Pipi machen. Und da denke ich mir so, was ein scheiß Tag, habe mir erstmal meinen Döner eingepfiffen. Ne, und ich muss sagen, der Döner hier um die Ecke in dem Laden, der schmeckt auch nicht besonders gut, ne? Ich hätte einen anderen lieber gehabt. Hallo, sichtbare Items. Warte, ich klicke mal hier mit der Maus rum. Und dann dachte ich mir so, wow, cool. Aber irgendwie auch nicht cool. Aber ich bin sofort ins Fresskoma gefallen und habe bis vor einer Stunde oder so geschlafen ungefähr. War eher uncool. Wie, jetzt komme ich hier nicht mehr raus? Sad help. Ich bin genervt, weil mein Tablet-Akku kaputt ist und in Zeitlupe lädt. Ich brauche wahrscheinlich ein neues. Die Reparatur wäre es nicht wert. Oh nein. Das ist kacke. Das sucks. Das tut mir leid. Help. Ja, help für Kana. Ich komme bei meinem Vonera jeden Tag hierher. Ich kann es laufen und spielen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Wie, das ist alles, was ich hier kriege, wenn ich hier dieses krasse Rätsel löse? Eine Frau, die mir erzählt, dass ihr komisches pinkes Ei cool ist. Hä? What am I doing with my life? Frag mich jedes Mal. Wie komme ich da unten jetzt auf das Ding? Weil hier unten gibt es noch ein Item, das will ich noch haben. Da! Ich will dahin. Muss ich dafür vielleicht hier nach links? Das ist aber als eine leere Fläche. Und wenn du links in den Park gehst, kannst du zu dem Item kommen. Really? Ah, da war ich da gerade schon. Ich habe das schon für alle Richtungen versucht. Sage. Ja, wenn das aber voll das krasse Item ist. Vielleicht ist es nachher das Entwicklungs-Item, was ich brauche, um mein Pokémon zu entwickeln, was ich gerne haben würde, ne? Komm, wir gucken nochmal. Scheiße, ich weiß, also. Das Ding ist erst ein Jahr alt, aber die Garantie vor 2 Wochen abgelaufen. Wow. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die bauen so ein Shit, damit der extra kurz nach Garantie kaputt geht. Das ist jedes Mal so ein Trollgefühl. Ich versuch's. I try my best. So, dann gehen wir mal jetzt hier in das Häuschen rein. Und zwar links. So, vielleicht hilft das ja. So, jetzt komme ich hier raus. Wenn ich jetzt hier wieder links gehe, was passiert dann? Wieder drüben. Wenn ich jetzt hier rechts gehe, komme ich hier rechts raus. Wenn ich jetzt hier rechts gehe, komme ich wieder links raus, oder wie? Okay, also hier ist egal, was ich tue, scheiße. Oder muss ich... Oder wait. Wait. Am I supposed to do... something like that? Nee. Also hier ist egal, was ich mache, ich komme hier gar nicht ran. Nochmal recht. I can try my best. Nochmal rechts. Okay, bringt nichts. Scheißegal. Scheiße, was ist ein Item? Wahrscheinlich ist es, obwohl ein Meisterball wäre gar nicht so wertvoll, merke ich gerade, aber ich kann ja Meisterbälle kaufen. Ha! Naja, mein. Naja, wahrscheinlich ist es nachher irgendwie krass, wie das Giga-Entwicklungs-Item schlechthin. Und ich denke mir so, yo, geil, eine Schönschuppe. Juhu, Milotic, aber ich darf nicht. Es hat nur 250 Euro gekostet und dementsprechend ist es auch nicht das Beste. Deshalb lasse ich es auch nicht reparieren. Solange es überhaupt noch lädt, werde ich es behalten und mir dann ein neues holen. Das ist gut.
Ich bin generell so ein Freund von, ich benutze gerne Sachen so lange, bis sie halt wirklich kaputt gehen, ne? Weil ich mir denke, so, ist halt irgendwie scheiße, ich mag diese Wegwerfgesellschaft nicht so. Und vor allen Dingen, der Mensch wird ja immer dümmer und immer größer mit seinen Wegwerfobjekten. Jetzt machen die das teilweise, also gefühlt macht die Autofirma ja Werbung jedes Jahr für ein neues Auto. Ich denke mir so, Leute, ihr wisst aber schon, dass so ein Auto jetzt nicht gerade den Charakter von einem Handy hat, was man mal eben für 20.000 Euro kauft und dann einfach nächstes Jahr wieder ersetzt, wenn man das neue Modell haben will, oder? Ich finde das schon beim Handy ziemlich scheiße. Aber hey, wahrscheinlich denken sich die Autoindustrie so, ich muss Geld verdienen, Bruder. Weiß ich nicht. Ja. Focus Guys, das heißt, war ich hier schon mal im Shop drin? So viel zu Focus, by the way. So, gucken wir mal hier. Hallo, was hast denn du Schönes? Du Schönheit. Nee, war ich noch nicht drin. Hier war ich noch nicht drin. Weniger reduziert Bewegung mit wilden Pokémon. Oh ja, das kann man mal kaufen, das ist ganz nett. Das ist ganz lustig. Das ist quasi ein Rauchball, ne? Der Rauchball macht quasi das gleiche, glaube ich. Oder? Nee, Rauchball macht, dass du besser flüchten kannst, ne? Das ist mein Blödsinn. Entschuldigung, ich hab Quatsch erzählt. Hört mir nicht zu, ich erzähle nur doof. So einen Schütze haben wir sogar schon. Guck mal hier. Abyssplatte, Alperstein, Peter in der Kopf, Rauchball hier. Chance Fliehen erhöht, genau sowas. Energie, Mentalkraut, ja, kann man mal behalten. Sternstück gibt Geld. Ja, damit. Eben. Ich will es nicht einfach ersetzen, solange es noch funktioniert. So viel Geld habe ich ja auch nicht und in ein paar Monate wird es auch noch gehen. Ja, ich denke mal schon. Wobei, ich muss sagen, also Akkuprobleme habe ich ja Erfahrung mit durch meine Mutter. Weil meine Mutter hat Probleme ständig mit ihrem scheiß Handy und dessen Akku. Und auch den ersetzten Akku jetzt, den wir jetzt eingesetzt haben. Ich habe quasi gegoogelt, wie schraubt man Mutters Handy auseinander. Dann habe ich das auseinandergeschraubt, den neuen Akku eingesetzt. Und ich denke mir, der neue Akku spackt jetzt schon wieder rum halt. Ich denke mir so, hä? Also entweder geht meine Mutter schrecklich mit ihrem Handy um, was ich nicht glaube. Wir sind arme Menschen. Wir wissen eigentlich, wie man mit Dingen gut umgeht, damit sie nicht so schnell kaputt gehen. Aber wir wissen ja alle, meine Mutter hat nicht so das beste technische Talent. Maybe. Macht sie da irgendwie Käse? Weiß ich nicht. So, dieser harte Panzer habe ich den Austausch des Trägers gegen ein wartendes Pokémon. Des Trägers gegen ein wartendes... ich behalte es mal. Hey, ich meine, es ist ja nicht so, als ob man hier immer noch limitierte Itemmenge hat, ne? Das ist ja, glaube ich, hier inzwischen nicht mehr so. Also, ja. Bin ich ganz happy drüber. So, haben wir noch Tränkenot. Habe ich noch Tränke? Jo, 6 Stück. Sollte reichen, denke ich, für einen Kampf. Wir können uns noch ein bisschen nachrüsten hier. Kaufen wir nochmal hier so ein 10er-Stack. Warte mal, ein Schleiede kann ich sowieso nachher kaufen. Also machen wir nicht ganz so viel. Aber es sollte schon für die Arena noch reichen. Na, komm, nein. So, hier noch welche von Paraheiler. Ja, können wir mal ein bisschen aufrüsten hier, komm. Ein bisschen reinshoppen hier, geil. Aufwecker haben wir auch noch. Feuerheiler haben wir noch. Eisheiler haben wir noch. Fluchtseil. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Schutz. Ja, haben wir auch nachher noch. So. Judy, dann auf in die Arena, Leute. Let's go. Ich habe gesagt, keine Ahnung, was die für ein Level damit hat. Ich merke gerade, ich muss die Maus entfernen. Wer will, kann mir das Level damit gerne mal ins Chat schreiben. Ich meine, zur Nutze ich es gleich an den Arena-Pokémon. So ist nicht. Aber maybe ist es dann schon zu spät. Din, din, down. Wo ist die scheiß Arena hier eigentlich? Ah, die war rechts oben, ne? I believe so. Ja, hi. Ach nee, ich muss ja wieder Französisch reden. Ach nee, Bruder. Hey, hallo, wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Champ, Mann? So eine Arena wie die hier, so etwas hast du noch nie gesehen. Das ist diese komische Quiz-Arena, ne? Das gab's ja nur schon mal ins Markt. Ja, weißt du warum? Weil du sie gar nicht sehen kannst. Haha, drin ist es nämlich stockdunkel, aber keine Sorge. Ich habe hier die Taschenlampe, die will ich dir überlassen. Ach so, dann war das die mit den, mit den Feldern und den Lampen, ne? Oh ja, finde das blaue Feld im Raum, merkt ihr das Muster? Geht jetzt zur roten Tür, die dasselbe Muster trägt. Ah ja, dann war das. Okay, das war ganz cool. Das haben wir, glaube ich, schon mal gespielt. Da war aber der Emulator verbuggt und ich konnte einfach alles sehen. Die ganze Zeit. Also, die ganze Zeit. Oh, hi. Hey, Arena-Tante, was geht? So, ja, dann mal gucken, ob der Emulator hier auch verbuggt ist. Actually, ja. Kann man das irgendwie einstellen? Ich meine nicht, dass es mich stört, dass die Arena als einfacher ist. Ich meine, ich finde das mit dem Dunkeln jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt auch nur ein Zeitfresser. Also ich danke Emulator, dass du nicht funktionierst an der Stelle. Und man sieht sogar das Licht. Ach, man sieht ja sogar auch die Trainer sogar. Lol.
Das heißt, man müsste jetzt hier nur suchen und sagen, oh, krass, Dreieck, oh, da muss ich jetzt gucken, wo das Dreieck ist. Aber man könnte halt trotzdem dodgen, ja gut, dann ist egal. Ist sowieso egal, ich mache die Trainer nämlich anyway. War ich denke so, ja geil. Ich kann jetzt mal eben mal ganz nonchalant nebenbei nach dem Arena-Leiter der Cap googeln. Pokémon Platin, Poke-Wiki. Dann gönnen wir uns doch mal. Hat sich Platinum eingegeben, weil ich da dann inzwischen in Englisch gewohnt bin. Arena-Leiter, hier, dritte ist Lamina. So, dann googeln wir doch mal Lamina, klicken wir den Link mal an. So, hier in der Diamond and Pearl hat sie schon Level 30 Pokémon, in Platin ist ihr höchstes Level 26. Das heißt, wir sind wirklich auf einem sehr guten Level-Niveau. Alles cool. Puh, habe ich dich erschreckt? Dieser Kampf wird das auf jeden Fall tun. Das bezweifle ich. Prost. Doping. Oh, wie süß. Ein Pflanzenschnups. So ran. I dare you. I double dare you. Ne? Wenn du jetzt nicht bald... Aua. Wenn du jetzt nicht bald eine vernünftige physische Flugattacke lernst, dann mach ich aus meiner eigenen Mutter und dessen Pokémon Grilled Chicken. Ne? Schön frittiert mit Panko. Das ist doch kein Schaden. Ich mache wahrscheinlich mal Tackle Legend mehr Damage. Ja, das ist uncool. Da ist uncool. Also Kugelsaat ist ja relativ harmlos, aber Gift ist scheiße. Bonk. Guck mal, Tackle macht Legend mehr Damage als mein Kacking. Sehr effektiver Windstoß. Belastend. Äußerst belastend. Kugelsaat, ja, mach mal. Do it. Come to me. Piu, 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 piu. Damage. Piu, 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 piu. Damage. Hm. Ach, Multi-Hit-Attacken sind doch so schön in der vierten Generation. Das macht so viel Spaß. Nicht. Piu, 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 piu. Damage. Piu, 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 piu. Damage. Piu, 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 piu. Ah, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich ausdrücken will. It's fucking annoying. So, aber ran kriegt ein Kill und viele XP. Gönn ich mir. So, ein Groink. Haben wir noch nicht Pokémon? I'm not gonna lie, das wird nicht das schönste Matchup, ne? Ich hätte Luskana einzusetzen, um mal schnell Egelsam draufzuwerfen, aber ich glaube, das traue ich mir nicht. Ich hab halt eine 3er Psychoschwäche. Also wir sehen, wir haben diverse Probleme. Aber hey, Entchen. Entchen, you're gonna do it, I hope so. Wieso geht ein Grün bei Gran nicht jetzt? Du Psi-Strahl. Mach mal bitte nicht zu viel Schaden, Mama. Alter, ich hab gesagt, mach bitte nicht zu viel Damage. Uff. Yikes. Ganz schwere Kiste, Leute. Uncool. Ehrlich, wie viel Spezialverteidigung hast du? Gut, 32 ist by the way jetzt echt nicht so viel, ne? Aber wir sehen, an Michael wäre hier ein cleaner One-Shot. Naja, vielleicht würde ein KP übrig bleiben. Ah, doch, schon. Ah, Tim wäre hier gut, aber der ist leider Kampf. Snow könnte noch ein bisschen was machen, ne? Also, ich denke mir so, das wird echt egelisch. Macht ganz schön viel Damage, der Dude, ne, der alte Gronk. Ich mach mal einmal Gähner, damit das schläft nächste Runde. Das bounced jetzt zurück, ne? Also, I got terribly outsmarted, holy shit. Ich wurde giga outsmarted, Leute. Holy shit. Ich versuch's nochmal. Wenn ich durchkomme, ist okay. Dann schlafe ich halt. Ich muss sowieso auswechseln. Ne, Entchen stirbt sonst. Ich würde gerne, dass Entchen noch durchkommt und noch einmal ihn einschläfert. Yes! Gotcha, Bitch! Gotcha, Buddy! Gut gerettet.
Ich muss mir aufs Soundboard dieses komische Zensierpiepen legen, damit ich jedes Mal, wenn ich ein Beleidigungsding raushaue, ich vorher ganz unauffällig hier dann draufdrücken kann, wenn ich eine Beleidigung ausspreche. Und aber anstatt das Wort auszusprechen, sage ich nichts, damit es hört, als wäre ich wirklich zensiert worden. Hashtag Live-Editing. So, was mache ich jetzt? Es schläft jetzt nächste Runde ein. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich doch auf Kana wechseln werde, einfach nur um Egelsamen auszulegen. Ich glaube, das wäre ganz smart. Ne? Ich halte das für eine sehr gute Idee, by the way. Wenn Kana das... Alter, Bruder! Das ist mostly illegal. In 4 Städten. I swear to God. Wir brauchen Unlicht-Pokémon. Ganz dringend. Scheiße. Kana Auto beleidigen, nicht sad gucken. So, was schläft jetzt? Safe eine Runde. Ich muss Egelsamen draufkriegen, denn habe ich eine Chance. Dass wir Psycho-Pokémon so Probleme machen, macht mir ein bisschen Angst. Das ist, wenn die Tante daher irgendwie ein krasses Level 26 Simsala bekommt. Dann werde ich ja anal dreifach penetriert. Und ich weiß nicht, 22 Uhr, ist egal. Oh, der Heal ist aber saftig. Aber ist mir egal, ich muss trotzdem auswechseln. Snow? Maybe? Oh, er ist instant aufgewacht. Natürlich bist du instant aufgewacht. Du Piep! Ne? Sandsturm hilft mir jetzt so auch so ein bisschen den extra nochmal Damage zu machen. Also er wird früher oder später sterben und ich kriege ja den Heal vom Sandsturm durch Egelsamen wieder. Also ist okay. Ne, ist es nicht. Aber ich glaube auch Snow wird nicht mehr als 2 Psy-Strähler aushalten. Bin ich ehrlich. Also könntest du bitte sterben? Schnell und schmerzlos? Also gut, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil ich töte ihn gerade sehr langsam mit meinen Attacken, aber ihr wisst, was ich meine. Kann der Sandsturm und der Egelsamen bitte ausreichen? Haben wir ein Unlicht-Pokémon auf der Box, Leute? Also ich glaube, legit ein Unlicht-Pokémon wäre hier echt gut. Yeah. Also ist ja okay, dass ich eine Dreifachschwäche mit habe, aber ich brauche wenigstens dann eine Immunität, wo ich immer in Safe auswitchen kann. Oh, ups, das endete nicht wie gewünscht. Ja, das war erstaunlich scary. Ich glaube, gebe ich gleich mal heilen. Will mal heilen gehen hier. Haben wir denn vielleicht noch ein Pokémon, was wir austauschen? Alter, wow, das Giftgewiggle. Lag, holy shit. Große Stadt, 2 Pixel-Animationen und mein PC geht in die Knie. Ja, aber Witcher 3 schafft auch noch Probleme. Blöder Hunde, so ein Emulator. Entschuldigung, was? Habt ihr nicht gehört? Ist ein ganz lieber Emulator. So. Schlecht designtes Spiel. So. Haben wir ein Unlicht-Pokémon? Kann ich mein Team umstellen? Also ich merke hier ein gewisses Defizit. Wir haben keine Unlicht-Pokémon, scheiße. Hehe. Wir haben auch keine guten Unlicht-Attacken, merke ich gerade. Uff. Also ich werde, glaube ich, erstmal, also die Doppelkampftypen, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, bin ich ehrlich, ne? Weil der hier wird nachher übelst so viele Elementarschläge haben und der ist sowieso mainly Feuer-Pokémon. Gefühlt, ne? Mit Läuterfeuer ist Mike ja immer ein Feuer-Pokémon. Aber die Kampfschwächen bringt er ja trotzdem mit. Und also Flug ist halt auch, also wenn ich auch Flug sehe, ne? Also ich merke gerade, Flugpsycho ist ja mein absoluter Nightmare für die drei hier. Das ist ja das trikolore Arschloch. Fällt mir jetzt gerade so auf. Gibt es ein Flugpsycho-Pokémon schon in der Generation? Mir würde nur Symbolara einfallen, aber das kommt aus der 5. Generation, also ich glaube nicht. Nee, Natu. Natu gibt's noch. Natu und Xatu. Ist jetzt auch nicht so fern von, könnte uns über den Weg laufen. Schwitz. Hier hätte ich ein eigenes Psycho-Pokémon, wenn er sich entwickelt. Ich habe keinen Wasserstein. Kann man in Schleiede Steine kaufen? Weiß das jemand? Da könnte ich vielleicht Guido zum Stami machen. Ein bisschen trainieren vorher, dass er ein paar Attacken lernt. Ne, und dann schön hier durchblubbern. Ne, weil so ein Wasser-Psycho-Pokémon. Das hat vielleicht scheiße, weil wir haben schon Snow, ne? Ich meine, sobald er zum Stahl-Pokémon wird, ist ja cool, ne? Aber bisher denke ich mir halt noch so, ja. Noch fehlt er. Ja, ich glaube, wir müssen das Team erstmal so lassen. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht kurz 2 Sekunden vor der Arena
das Team umstellen. Das ist, denke ich, verständlich, weil der Rest ist noch nicht trainiert. Ups. Aber es ist natürlich trotzdem lästig, ne? Wenn wir jetzt nach jedem Trainer hier heilen gehen müssen, dann bin ich ja übermorgen noch nicht fertig. Käse. No. Aber ich hätte gern für Ran noch ein Level Up, da bin ich ganz ehrlich. Apropos Ran, ne? Wir verteilen mal wieder Punkte ganz, ganz generell. So. Und dann nehme ich den noch mit hier. In der Hoffnung, dass Ran noch ein Level Up bekommt und vielleicht noch eine Flugattacke lernt, die nützlich ist im Gegensatz zu Windstoß. Hey, du bist noch nicht einmal in der Nähe der Tür. Das stimmt gar nicht. Die Tür ist da so 2 Meter vor mir. Du weißt, dass du mich besiegen musst, bevor du gehen kannst, oder? Ich kann dich auch einfach ignorieren. Bam, bam, bam. Ilja. Retter, ne? Das krieg ich hin. Obwohl, du hast mit Ruhe bestimmt, ne? Ah, gerade habe ich noch gesagt. Hättest du nicht irgendwas anderes haben können? Aber hey, vielleicht lohnt sich jetzt der Windstoß mal. Maybe. Hm. Oh. Paralyse. Mwah. Auch noch. Cool. Jetzt bin ich paralysiert. Mein Angriff ist verkrüppelt. Meine Verteidigung ist verkrüppelt. Cool. Das sind ja Aussichten. Jetzt wäre ich auch noch besäuret hier. Aber ich komme durch. So, Retan ist down. Ist nicht Level 26, Mama. So, Pupanze, du bist ja ein alter Boomer, soweit ich weiß, ne? Ja, nee, aus dem kannst du Felsgraben. Nee, 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 Das ist mir nix. Hier, wir sind Psycho-Attack wieder scheiße. Schon wieder ein Psycho-Pokémon. Ich kotze. Snow, komm schon. Snow, you can do it! Ja, das ist der falsche. Ups. Da ist er nämlich schon, der Psychstrahl. Toll. Das war jetzt eigentlich relativ harmlos. Hier, Blub. Friss mein Blub. Oh, da gab es so eine komische Fernsehwerbung. Könnt ihr euch daran erinnern? War das der Quark mit dem Blub? Oder der Pudding mit dem Blub? Boah, das gab irgendwann eine Werbung, wo immer dieser eine Blub so angepriesen wurde, wo ich denke mir so, was ist das für eine behinderte Werbung? Also schon für damalige Standards. Was war denn das nochmal? Aua. Please don't crit me. Don't do it. Oder die Milch mit dem Blub war das nicht. Ich glaube, es war der Quark mit dem Blub oder so. Ich mir mal dachte so, Blub, lol. Der spielt Pokémon. Grüß Sie miteinander, Hallöchen, Maike. Grüß dich. Moinsen. Komm im Stream. Auf dem Weg Richtung Arena-Orden Nummer 3. Danach könnt ihr alles wieder Pokémon grabbeln. La, 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 la. Ak. Ak-chan? Der Spinat mit dem Blub. Yo, Guido ist Genie, Alter. Ja, das ist der Spinat mit dem Blub, genau. Ja, das war's. Mann, Alter, kannst du mir mal aufhören, den Weg zu versperren, du kleiner Rotzlöffel? 3 Käse hoch hier. So, erstmal ein paar Tränke verteilen. Snow beherrscht ja gar keine Eisattacken. Ha, ha. Michael, du Witzkeks. Hoffe ich das lustig. Hi, du Show. Auch Grüße an dich. Willkommen im Stream. Hallöchen. Schön, dich zu sehen. So. Open the door. Please open the Luke. Hi. Hallo. Oh, Bratz, Hallöchen Malfight Ult, Hallöchen Silent, würde ich sagen. Hast du dich verlaufen oder amüsierst du dich? Heuer, oh, ja, letzteres. Mit dem Blub Rahmspinat hat Verona Puff für Werbung gemacht. Ja, jetzt kann ich mich daran erinnern, der Spinat mit dem Blub. Ja, ich kann mich erinnern. War schon damals kein Fan von Spinat, obwohl inzwischen finde ich Spinat okay. Ja, war fand ich schon mal eklig. Oh, jebaitet. Oh, Spinat, oh! Oh nein, er hat seine Abwehr erhöht. Oh no! Hallo Malphite Old. Hallo Silent, schön dich zu sehen. Willkommen bei Las Pokémonas. Las Pokémonas. Oder keine Ahnung, was schon spannend. Gibt's eine spanische Aussprache-Variante für Pokémon oder heißt es aber nur auch Pokémon? Die dritte Arena, yes. Sacker, nach der Arena dürft ihr alle 2 Pokémon haben. Offiziell. Tote zählen aber nach wie vor immer noch, ne? Also. Die schon Tote zu verbuchen hatten, ne? Schwierig. Schneebedeck.
Wishu, wishu. Wishu, wishu. Das ist ja quasi basically ein Yoshi-Geräusch, Alter. Wishu, wishu. So, allerdings bist du ein Eis-Pokémon. Das finde ich und das, Kinder, finde ich uncool. So, ran war by the way dran. Ne? Also heute kriegt ihr einen Punkt erstmal Snow und ran. Ne? Und dann wird ran nochmal grün markiert, weil das ist von diesem Kampf hier. Bleibe ich jetzt hier drin oder haue ich einfach raus? Ach komm, Maike kriegt vielleicht auch noch ein Level up. Ich habe leider keinen Flügelschlag bekommen. Thank heavens. Warum auch? Gute Attacken brauche ich ja nicht. Och nö. Weiß ich nicht, Digga. Muss das? Kriegen wir noch mal Hagel auf die Schnauze hier. Michael gefällt das gar nicht. Mach ich Tempohieb? Reicht das? Ach komm, hier, ich gehe für sie. Ich gehe für Nummer sicher. Punkte für mich, Poggers. Ja, stimmt. Ah. Boom. Michael scheißt auf Verwirrung und denkt sich, ja, komm durch. Michael is coming through. Was das hier war, Ingrid, das oh, thanks, bro. So, apropos Punkte hier, ne? Michael, ran. So, dann switchen wir mal um. Wer will noch Level 26 haben? Hier, Timmy Boy, was ist los? Timothy. Wie viele Trainer gibt's denn in dieser Arena? Das ist ja... Hacking Match, Alter. Eek, es ist so hell. Überraschungsangriff. Hat sie sich von meiner Taschenlampe erschreckt und dann einen Gegenangriff gemacht? Oder hat sie sich von ihrer eigenen Taschenlampe erschreckt und sich selbst in die Fresse gehalten? Ich weiß es nicht. Ich hinterfrage das auch gar nicht mehr. Ich habe eine zweite versteckte Fähigkeit. Die verhindert Verwirrung. Michael, wenn du sowas sagst, gibt's Karma. Du wirst nachher safe nochmal verwirrt und haust dich dreimal hintereinander selber. I don't call it Schnitzel. Ganz schlechte Idee. Ein Muggelhieb, Alter. Ist der Kopf von Harry Potter. Straight out of Harry Potter. Ne, kommt aber Tim an und sagt ja, Wingardium in die Fresse, Alter. Ja? Schön. Bonk. So, Wishu besiegt. Wishu, Wishu. Bam, bam, bam. Könnt ihr alle auf euren Hagel zu produzieren? Das ist echt nervig. So dezent lästig, ne? Rihorn. Rihorn. Hm, cooler Sprite, by the way. Ich glaube, der Tim schafft das schon, oder? Knacks. Guck mal hier. Easy. Was habe ich mich bis heute gefragt? Rihorn hat doch gar keine Route. Wie macht denn der Routenschlag? Also wenn es männlich ist, würde ich es ja vielleicht noch... Ne, egal, das lassen wir jetzt. Ne, aus. Kai, don't do that. Ich meine ja nur, ne, also aus rein wissenschaftlicher Interesse, ne? How you do that? How you do that? Level up. Tim kriegt, by the way, Punkte. Nein, wieso? Warum gehen meine Button nicht? Handy, please. Aha, jetzt. Vakuumwelle. Mikrowelle? Matt. Ach, das ist die spezielle Attacke, ne? Oh, was will ich denn mit einem speziellen Move, Bro? Das ist doch scheiße. Ich will jetzt gerne wissen, wie viel Spezialangriff Tim hat, um zu wissen, ob sich das lohnt. Ich meine, ist wahrscheinlich besser als Offenlegung, oder? Wahrscheinlich schon. I don't know. Maybe. I don't know. Why do you ask me? It's a me, Mario. Ich meine, vielleicht habe ich ja nicht ganz so schlecht. Ne? Lohnt sich vielleicht gegen physisch starke Pokémon? Maybe, weiß ich nicht. So, Hallöchen, die Dorino. Ja, Dann holen wir mal Entchen rein. Entchen. Das klingt auch jedes Mal anders, ne? Aber ich finde trotzdem, Tyler One Machine Gun passt hier am besten. So. Entchen, du hast eine wunderschöne neue Bodenattacke. Nutze sie. Nutze die Macht. Wie findest du es, dass Sora zu Smash Bros. Kommt, aber Waluigi nicht? Geil, ich mag Sora. Also ich mag jetzt Sora nicht unbedingt, aber ich finde Kingdom Hearts geil. Ich hätte Rockstars cooler gefunden. Oder zumindest als Kostüm wäre cool gewesen, wenn du halt
so als Nebendesign einfach eine Rockstars hättest spielen können. Das wäre halt auch cool gewesen. Aber freue mich sehr auf Sora und Waluigi ist mir scheißegal. Also, ich finde das gut. Bin ich ehrlich. Ich weiß, alle Waluigi-Fans rasten aus und sind komplett sad. Aber, yo, ne? Ich fand auch lustig, dass es haben wohl noch mehr, also außer nur Luigi, halt übelst Dark Souls in dem Feuer mit dem Bonfire assoziiert. Ne, als da die Sonne ausging und bla und so. Also ich als Okami-Fan, der Dark Souls nie gespielt hat, denkt sich so, yo, das sieht ja aus wie Okami, weil da geht die Sonne aus. Und dann kam so ein leichtes Licht und ich dachte so, yo, kommt jetzt wirklich Okami? Und alle anderen waren so, yo, Dark Souls, ne, also auch die liebe Archidove, eine australische Streamerin, die ich ab und zu mal gucke aktuell, die hat gedacht, da kommt Dark Souls. Und ich dachte so, hey, jetzt sagt mir das der Nächste. Warum kommt ihr alle auf Dark Souls? Ich meine, gut, ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus. Ne? Ich bin Boomer. Ich habe keine Reaktionszeiten mehr für Dark Souls. Ich kann ja nicht mal LOL spielen. Geschweige Dark Souls. Na? Und ich dachte mir so, ja, okay, wir alle haben gedacht, oh, Dark Souls, geil. Und ich war so, oh, Kami. Ja, ich dachte halt, Sonne geht aus und dann dachte ich, oh, jetzt geht die Sonne bestimmt auf und Amaterasu hat einfach, bam, die Sonnengöttin rausgelassen. Na, das macht auch, hätte ja auch Sinn durchgemacht, aber also, nee, ist es nicht, ne? Aber als dann Kingdom Hearts 2 rauskam, da waren natürlich viele Giges surprised. Aber ich find's töfte. Mag Kingdom Hearts ja sehr gerne, von daher, warum nicht? Go for it. So, Michael, das ist was für dich. Du. Übrigens erinnert mich mal dran, heute am Ende des Streams ich mein Handy aufladen. Dann bin ich mal mit 10% Akku, ne? 20% vielleicht noch. Aua. Och nö. Warum? Ich hab nur 5 AP. Klau mir doch nicht die einen noch. Klau mir das doch nicht auch noch. Meh. Vielleicht schafft es ja Waluigi zu Super Smash Bros. Ultimate 2. Meint ihr, es wird einen Ultimate 2 Teil geben? Weil ich denke mal, es wird demnächst, wenn es einen neuen Smash Teil gibt, entweder wieder einen stark reduzierten Charakterroster geben, habe ich so ein Gefühl. Wird so ein bisschen sein wie bei Pokémon. Irgendwann geht halt nicht mehr alles. Sagt man zumindest. Ich halte es selber noch für dämlich, aber hey. It's just me. Oh, Green Skull! Banger Theme. Danke an Green Skull für die 550 Biddies. Dankeschön. Thank you very much. Dankeschön. Aber muss man sagen, der Green Skull ist aktuell unser Top Most Bitchspender auf dem ganzen Channel. Na, komplett in all time, by the way. Ne? Es gibt so ein paar, die haben so 1000 so gespendet. So, und Green Skull ist irgendwie bei 3000 Bits oder so. Also danke vielmals für den Support. So, eher für die Nachfolgerkonsole. Ja, könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich denke mal, so schnell wird es kein neues Smash geben. Und auch keine neue Smash News. Ich denke mal, die. Also es gibt ja viele, die spekulierten von wegen. Oh, es gibt jetzt noch ein drittes DLC-Pack mit Characters. Und die wollen noch mehr Geld rausquetschen. Und es wurde aber nichts angekündigt. Also sie hätten das ja schon irgendwie am Ende der direkt machen können. Wäre jedenfalls der perfekte Zeitpunkt gewesen. Also die Tatsache, dass sie es nicht getan haben, denke ich so. Ja, es gibt kein drittes DLC-Pack. Fertig. Also, I don't believe so, ne? Ansonsten haben sie den Moment dafür auf jeden Fall verpasst. Weil, ja. Jetzt oder nie. Herr mit der Marie. So, was mache ich jetzt gegen Maskering? Ich weiß, du hast Wasserattacken. Also, du hast Wasserattacken. Du bist kein Wasser-Pokémon, aber du kannst noch Wasserattacken haben. Deswegen bin ich gerade ein bisschen skeptisch hier. I don't know what I'm gonna do. Mal ran einsetzen. Bring ran, ja, hab ich auch schon gedacht. Na, komm. He tried it. Professor Kai, ja, okay, gut, komm. Ich hätte übrigens gerne eine kleine Umfrage an den Channel gestartet. Das kann ich ja vielleicht mal im Stream machen und nicht auf Discord. Und zwar, als ich die Kanalpunkte-Sachen hier gebalanced habe, übrigens sind die Pokémon-Belohnung jetzt ein bisschen günstiger, aber ich dachte mir so, ja, die sind halt eh bloß für Pokémon da und ich finde es okay, wenn die wirklich günstig sind, ja, dass sich das wirklich jeder easy ansparen kann. Und des Weiteren habe ich überlegt, wenn ich eins meiner Kamera, also entweder meine Brille oder meine Cam ausbalancen will, und da wollte ich einfach mal fragen, was denkt ihr, was wäre besser? So, sagt ihr so, nö, nee, Kai, das mit der Webcam ist okay so, ne, oder andersrum, ne? Also einfach mal raushauen, was von den zweien wäre euch lieber?
Weil ich denke mal, so eine Stunde Cooldown ist schon ganz schön viel. Vor allen Dingen für 10 Minuten Webcam-Out, ne? Aber Webcam-Out ist halt auch echt eine sehr drastische Maßnahme. Weil ihr könnt dann einfach meinen Stream manipulieren, as much as you want. Ne, das ist natürlich schon ein bisschen fies. Ich habe auch schon mal ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, ob man nicht vielleicht sagt, yo, du Kai, mach mal vielleicht eine Belohnung, wo man einfach mal mein Mikro ausmachen kann. Aber das wäre mir too much, glaube ich. Das wäre dann schon ein Level zu viel an Troll. Wo ich dann sagen würde, yo, ist ja. Ja, da gibt es ja gar kein Counterplay mehr für so. Das ist ja dann richtig asozial. Webcam einfach Dauer aus. Nee, das wäre scheiße. Aber ich habe vielleicht überlegt, so entweder den Cooldown zu senken oder eventuell halt einfach die Dauer zu erhöhen oder so. Mal gucken. Dass man da vielleicht öfter einzeln nutzen kann. Na, mal gucken. Vielleicht fällt mir noch was Schönes ein. So, ich muss merken, sein Windstoß macht genauso viel Schaden wie meiner, obwohl meiner sehr effektiv ist, by the way. Finde den Fehler. Und Greenscale hätte gerne ein Quad. Das ist auch, by the way, ein bisschen günstiger, ne? Hat vorher 420 Punkte gekostet. Ich weiß nicht, warum ich so viele Kanalpunkte-Belohnungen eingebaut habe, nur um der Memes willen. Also, von der Nummer her, ne? 420, 1337, 69, die ganzen Bums, ne? Ein Quad hättest du gern. So, guck mal noch hier. Es gibt auch noch Schläge hier. Quote, wo haben wir denn? Ein Quote, Leute. So, dann lose ich mir, ich räume mir mal einen aus hier. 1 bis 190, please. La 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 la. Free Hacks, Dankeschön. Dankeschön, arigato gozaimasu. So, Quote 99. Ja, wie viele Quote ist das denn? Lass mal gucken hier, wo ist mein Bot? Da ist mein Bot. 99. Muss ich ganz runter scrollen am Ende. So. Habe ich in Oxygen Not Included gesagt, am 20. Januar 2021, also Anfang dieses Jahres. Oxygen Not Included können wir, by the way, auch mal spielen, ne? Ich habe Bock drauf. Außerdem ist 6 eine extrem hässliche Zahl. Ich weiß nicht, warum das jemand gequotet hat, finde ich auch nicht so krass. Also ist natürlich auch eine drastische Aussage. Ne, die 6 ist eine extrem hässliche Zahl, ne? Vielleicht hat jemand gedacht, so, haha, vielleicht kann man ja sagen, dass Kai statt 6 einfach, haha, Geschlechtsverkehr gesagt hat. Haha, witzig. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, hey, okay. Hey. Man muss ja auch harmlose Quotes geben. Muss ja nicht immer wie bei Luigi sein, dass man gleich Kinder verprügelt. den Seiten, ich muss nicht austeilen. So, Windstoß. Aua, holy moly. Was mag ich? Green Sky Peace. Das tat weh gerade, by the way. Am Rand, ey. Was ist denn los hier? So, das ist Pflanze, ne? Pflanze, Käfer. Ja, mehr Windattacken wären jetzt cool. Aber ich hole einfach nochmal Michael rein. Aber dafür gibt es jetzt eine neue Kanalpunkte-Belohnung, wo ihr... Aua! Lutsch mir doch die... Ohrläppchen. das war ein bisschen viel, Freunde. Warum können die alle Psycho-Attacken? Ich bin beängstigt. Bin ich schneller als Boomer-Dame? Ist Boomer-Dame schnell? Oh nee, das riskiere ich nicht. Das ist mir zu viel. Ich kann alle schwer Psycho-Attacken, Mama. Ich will nicht. Meh. So, ich gehe wieder auf die Couch. Schmerzmittel wirkt nicht mehr. Alter, Greenskull, Dankeschön vielmals für die 5 Abo-Spenden. Ne, Kevank, gönn dir zum einen Abo, Stufe 1 Abo. Und ebenfalls Blue Note. Auch an dich viel Spaß mit dem Emote. Auch an Xion, Lucius und Brot mit Mario. Gönnt euch das herzliche Sub-Gift, den Greenskull euch gerade ausgegeben hat. Dankeschön vielmals für den Support. Arigato gozaimasu. Oder wie hat Miyamoto, hier nicht Miyamoto, wie hat Abos verschenkt, aber selbst keins haben? Ja, echt mal, ja, Greenscreen, muss mal hier rein. Jetzt muss ihm mal einer mal einen Sub schenken, Mensch. Ja, das ist sad. Hey, Löhn, danke auch an dich, dass du Greenscreen gerade einen Sub geschenkt hast. Dankeschön vielmals für das geschenkte Sub und Greenscreen. Viel Spaß mit unseren Channel-Emotes. Gönn dir. Und Michael wünscht sich ein Nachtara. Ne, ich glaube, du meinst tatsächlich die Spezies, aber hey, ich lasse es mal als Typ durchgehen. Ist okay. Achso, du meinst Unlicht.
Okay, dann warte, dann gebe ich dir das schnell zurück, die Punkte, dann kannst du es nochmal richtig machen. Weil sonst lese ich das später und denke mir so, warte, was? Alter, da rasseln die Subgifts rein, Alter, thank you guys. Arigato. Nee, wie hat Sakurai gestern im Chat gesagt? Yoroshiku onegai shimasu, ne? Japaner sind immer so überhöflich, ich finde das immer super geil irgendwie. Japaner sind einfach auch ein fancy Volk, muss man sagen. So, jetzt mal gucken hier. Warte mal, Typen. Typen, was hier macht und dann nach Tara. Ich lehne mal ab, dann kriegt Michael die Punkte zurück. So. Du hast übrigens noch ein Unlicht, Michael. Ach, das von dieser Minute. Okay, nevermind. Okay. Ah, nevermind. Gut. Registriert? Bis später, alter Mann. Bis später, alte Frau. Ältere Frau. So. Was mache ich jetzt gegen das Kampf-Pokémon hier? Gegen das Kampf-Pokémon? Ich habe Angst vor Psycho-Attacken. Psycho-Attacken sind voll gemein. Warte mal, hast du nicht eine vierflache Flugschwäche? Snow, du hast doch Schnabel, go. Snow, let's go. Hallo, Jungs, süß. Ja, ich glaube, stimmt, Michael ist älter als ihr beide. Scheiße. Ah, tank ich easy. Hier, Schnabel. Bam. Hoho, Damage. Käferbiss. Interesting. Ah, tank ich. Bald noch älter. Stimmt, erst so diesen Monat noch, ne? Für die, die nicht wissen, wir spielen gerade am 6. Oktober hier, by the way, diese Aufnahme. Und der liebe Michael hat am selben Tag wie meine Mutter Geburtstag, ne? Und zwar am 27. Oktober, ne? War, glaube ich, so. Also geht dann alle lieber auf Michaels YouTube-Channel und lasst wenigstens noch einen Comment auf irgendein Video da und sagt alles Gute zum Geburtstag, ne? Weil der gute Michael verdient. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Like auf dem Video da. Na, muss man sich ja mal gönnen. So. Siehst du, Michael, ich wollte dich auch mal fragen. Ich habe letztens zweimal oder so im Stream in der Essenspause mir ein Tales of Arise Video bei dir angeguckt. Einfach als Reaction Material am Ende so zum Essen. So zum nebenbei Futtern und im Stream noch ein Video gucken. Und manchmal findet man auf YouTube in der Trendseite halt echt nur Bullshit. Also habe ich mir erstmal bei dir ein Video angeguckt im Stream. Ich hoffe, es war okay. Hast du hier nur Zeit verbummelt in der Hoffnung, dass ich dich sehe und zu einem Kampf herausfordere? Ja. Du bist dir bewusst, dass du ganz schön was auf die Ohren bekommen wirst. Hoffe ich nicht. Und ein Abo und Kommentare und sonst noch vieles. Klar doch, okay, gut. Astrainer Stan. Alter, Stan, Alter. Ach nee, nicht Psycho-Pokémon. Hör doch mal auf damit. Psycho-Pokémon sind uncool. Und wie hat's dir gefallen? Ist cool, das Spiel. Ich hab bloß kein Geld aktuell dafür. Ich weiß auch nicht, ob das spielen würde, weil mich stört an Tales Games immer so, dass die so unfree wirken, ne? Also du kletterst halt übel slow, du kannst gefühlt nichts runterspringen, weil es gibt überall unsichtbare Wände. Oh, hi. Moin. Also, ich weiß nicht, so Tales Games, so, ich habe das schon, also ich fand Symphonia halt damals sehr, sehr geil auf dem Gamecube so, aber so, ich find's schade, dass die Games sich so gar nicht weiterentwickeln, so. Gefühlt sieht natürlich grafisch immer ein bisschen cooler aus, so jedes Mal. Und es sind immer neuere Charaktere und so, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe bis jetzt jedes Tales-Game nach Symphonia irgendwie so ab und zu mal so ein bisschen ausprobiert. Und ich habe mir jetzt Hysteria, glaube ich, auf Steam geholt. Und was war das noch? Tales of Berseria habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo angezockt. Und ich habe keins davon wirklich durchgespielt, bin ich ehrlich. Ne? Das ist... Weiß nicht. So, ich expecte eigentlich jetzt eine Feuerattacke, ne? Bin ich ehrlich. Oder hole ich Tim rein? Ich hole Tim rein, komm. Timothy, was geht, Bro? Falsch. Ja, da geht es halt echt mehr um die Story und seit den PS3-Games halt auch um die Grafik. Ja, eben. Steuerung ist halt auch immer etwas verschieden und man muss einem einfach gefallen. Ja, das stimmt. Was mir aber schon mal gefallen hat, ist, dass das Battle-System jetzt ein bisschen mehr free ist wie früher, weil Tales of Symphonia war ja früher so, ja, du konntest halt dich gar nicht dreidimensional im Kampf bewegen. Du konntest nur links, rechts ein bisschen schlitzen und so. Du konntest auch vielleicht noch über den Gegner drüber hüpfen, aber so ansonsten three-dimensional Play-Gameplay gab es halt gar nicht früher. Das ist jetzt natürlich schon inzwischen deutlich besser, ne? Auch wenn ich immer noch fände, dass die Kämpfe viel zu lange dauern. So, ich habe das Gefühl, das frisst unheimlich viel Zeit, weil ich habe dann gesehen, wie du die Hundis verprügelt hast. Ich dachte mir so, geht der HP-Halbbalken auch mal irgendwann runter? Und saß dann da und denke mir so, hm. Also das würde mir schon zu lange dauern, aber als Xenoblade Chronicles-Spieler sollte ich vielleicht auch meinen Maul halten, bin ich ehrlich. Da gehen die Kämpfe nämlich auch echt teilweise richtig lange. Also, ne. Ist Meckern auf hohem Niveau. Vor allem Bosskämpfe sind da ganz übel. Bei Tales of Symphonia, ja, das war echt krass.
So, du wurdest halt teilweise so in die Ecke gedrängt und konntest halt überhaupt nicht mehr machen, konntest dich nicht bewegen, ging gar nichts. War jetzt kein Mana mehr oder sonst ein Shit. No, Schlupuk. Oh, die alte Knutschkugel, die grüne. Bonk. Wie es jetzt bei Tales of Arise ist, weiß ich das nicht. Aber schön gemacht sind die Tales-Spiele schon. Ja, stimmt, ja. Ich hab's doch schon Charlie spielen sehen, denke ich so, ja, da kann es ja nicht so scheiße sein, weil die Frau ist nämlich relativ wählerisch, was ihre Games angeht. Muss man mal so sagen. Ah ja, meine Webcam ist gone. Ich hab doch aber noch die. Ich hab doch aber noch die Brille auf. Sad. Sad, very sad. Stachelspur geht daneben, das finde ich gut. Nein, mein Tackle geht auch daneben. Ah, nein. Tim, don't do this to me. He got frizzled. Oh no, pew 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 pew. Damage. Pew 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 pew. Damage. Pew 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 pew. Damage. Drei Jahre später. Jetzt wissen wir gar nicht, ob du die Brille überhaupt noch trägst. Ja, mach das bitte nicht gleichzeitig, ne? Sonst blockiert ihr quasi die Kanalpunktebelohnung eines anderen. Das ist wohl nicht so geil. So, triff. Easy. Prio Moves FTW. Obwohl ich ein Tempo cooler fände, ne? Das habe ich wohl verdient, nicht wahr? Ich sollte nicht so vorlaut sein. Siehst du? 1440. Geil. So, Kanan-Pünktchen und Tim-Pünktchen gönne ich mir. So, ich glaube, ich habe alle Dudes jetzt hier. Dann gehe ich mich nochmal schnell heilen hier. Ja, das dauert ja schon wieder halt Käse ewig lange hier. Er kann ja auch nachlaut sein. Ja, vor und nachlaut, ja, gut. Also wie die gefräßigen Kinder. So. Ich habe das Kind auch bei ihr gemacht. Ne? Ich habe gesagt so, hey, ich habe jetzt Nachtisch, aber wo bleibt mein Vortisch? Jetzt bin ich da. Ist ja was geht. Also ich habe jetzt einfach die Brille auf, bis die Webcam wieder angeht und dann noch ein paar Minuten. Ja, was ist denn das Brillending eigentlich her? Ich muss mir runterscrollen, ihr habt ja schon wieder 50.000 Mal reingegiftet hier. 2 Minuten noch, okay. Sage, guys. So. Freshes Healing am Start. Punkte habe ich schon verteilt, ja, sind nicht mehr grün. Gut. So, dann bin ich gespannt. Ich hoffe, das ist der letzte Raum der Arena. Ein Kreis. Mhm, hier durch. Mhm. Noch ein Kreis. Was passiert eigentlich, wenn man in den falschen Raum geht? Was hat jemand? Ne? Ich auch nicht. Gut. So, Leute, lasst uns hoffen, dass keine Psycho-Pokémon hier aufploppen. Und ich würde sagen, das machen wir auch im nächsten Kampf. Ich gehe gleich schnell nochmal Mom begrüßen. Hab nämlich noch ein bisschen was ich mit ihr teilen muss. Bevor wir heute hier wieder komplett im Stream versinken. Zurückteleportiert wirst du. Boah, ist ja lame. Ich dachte, da kommt dann irgendwie krass irgendwie Damage für das ganze Team oder noch ein kranker Trainer oder was weiß ich. Nur was Cooles. Jo. Mach einen Tiefkühler. Ja, ist okay. Ich hab nicht vergessen, meinen Einkauf weiter auszupacken, merke ich gerade. ja. Ich flitze hier nochmal rüber, Leute. Ich sag erstmal danke vielmals fürs Zuschauen in die heutige Folge. Ist nämlich 1:03 schon wieder hinne. Also, ne, wir sehen uns gleich wieder, keine Sorge. Jetzt setze ich die Brille doch mal ganz kurz ab hier. Zack. Und wir sehen uns gleich nochmal wieder, ne? Wir machen gleich noch eine Folge. Ja, gut, ein verwirrt Katz hier. Ja, guck mal, hier gibt's noch ein Jebaited. Nein. Ja, ich dachte, die Folge geht noch weiter, ne? Aber no. Oh. Tschüss, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.